Chalvea bastelt. Heute eine IKEA-Sitzkiste. Wir haben diesen kleinen Freund, das ist der Per Johann. Das ist er live zusammengebaut, das ist der von meinem Mann, bevor er umgebaut wird. So wird er verpackt ankommen, normale schwedische Haussache. So, den modifizieren wir. Und zwar habe ich mir ein Bild gebaut aus diesem Motiv und diesem Motiv so ein bisschen. Das sieht grob so aus. Also die Idee. Und dann habe ich das Ganze mit einem Brennkolben in das Holz gebrannt. Das ging ziemlich gut. Ich habe mir auch nur einmal die Finger verbrannt an der ganzen Kiste. Das ist nicht schlecht. Jetzt bin ich natürlich überhaupt kein Brandmalerei-Profi und habe bestimmt unendlich viele Anfängerfehler gemacht. Aber mit dem Endergebnis bin ich eigentlich ziemlich zufrieden. Hier sieht man den Rock und den Kessel. Das ist meine Art, auf diese Kiste zu schreiben, die gehört mir. Ohne drauf zu schreiben, die gehört mir. Wenn man meinen Labcharakter kennt, weiß man, das ist die Alchemistin Mara. Und mit ihrem kleinen Kessel überall. Das Ornament ist eine Rekonstruktion eines Ornaments, was hinterher mit auf die Kiste draufkommt. Hier also die Tür, das Regal, ein bisschen dekorieren und ganz wichtig, die Brille. So, dann auf die zweite Seite kam das hier und die hier in Kombination und zwar Freihand. Ihr seht in meiner rechten Hand das Telefon. Da habe ich das mehr oder weniger Freihand abgemalt, was mit dem Holzbrennkolben gar nicht mal so einfach ist. Immer mal ein bisschen nachbessern. Der lustige Kerl hier, Zipfelmütze, Stab und auch hier wieder das Ornament. Immer mal wieder ein paar Details dazu. Auf die Seite habe ich dieses Motiv abgeändert gemacht, das habe ich aber erst vorgezeichnet. Dann habe ich hier die Rillen gemacht, so ein bisschen als Rahmen. Leider ist dann die Kamera ausgegangen, aber naja. So, wir passen die Form an, weil ich das gerne komplett modifiziert haben will. Und dann mache ich hier die Seitenteile. Einmal die Rückwand und einmal die Klappe. Mein armer Esszimmertisch. Kurz mit der Stichsäge, dann halbieren, brechen. Dann hier die Ecken ab, damit es schön rund wird. Alle Viere. Und mit dem Dreh mal ein bisschen glatt machen. Dann sieht das so aus. Die Kanten benutze ich hinterher, damit die Truhe nicht einfach nach innen zuklappt. Und damit das einigermaßen gleichmäßig ist, kommt auch hier das Ornament wieder drauf. Ich glaube, ich habe alleine 3 Stunden nur gebrandmalt an dieser Kiste, wenn nicht sogar 4. Wobei das Ornament hier noch vergleichsweise einfach ist. Naja, und dann musste die Leiste, hier seht ihr das Original, ja noch angepasst werden. Also auch hier über 2 Meter die Seiten entlang. Jetzt wird das Ganze zusammengebaut. Ich leime das voll und schraube das komplett. Dadurch, dass ich ja dann hinterher mit dieser Zierleiste darüber gehe, um die Schrauben zu verdecken. Nochmal kurz anzeichnen, wo dann hinterher die Seiten drauf sollen. Zusammenschieben. Naja, IKEA halt, ne? Schwedisches Möbelhaus at its best. Dann also die Seite. Auch leimen. Das habe ich hier dann nochmal ein bisschen angepasst und geguckt, dass es auch wirklich richtig sitzt. Und dann wird das Ganze zusammengebaut. Schrauben. Extra tief, damit die Leiste nachher nirgends drauf hängt. Hier dazwischen. Seite dran schrauben. Die Seite dran schrauben. Und hier seht ihr, fertig geschraubt alles. Leiste anpassen, anzeichnen, sägen und auch hier leimen. Das ist ein extra ohne Klemmleim. Ich habe trotzdem geklemmt.
alle vier Ecken. Also alle vier Seiten haben Gneiste gekriegt, dann kommt der Deckel drauf, während der Schraubstock da als Gewicht drin steht. Dann klemme ich das hier zusammen, um hinterher die Deckplatte, also den Verschluss der Kiste zuzumachen. Das sind die Scharniere ungefähr, das ist wirklich ganz grob die Position angezeichnet. Dann habe ich es angesägt, damit es mir beim Runterfeilen nicht kaputt geht. Die Kiste hat da nämlich eine Wölbung. Nochmal ein bisschen tiefer sägen und jetzt hier mit der Feile ran, wieder hoch. Scharnierchen rein. Das sind so richtige Minischrauben, das hat Spaß gemacht, sage ich euch. Tada, fertig. Dann braucht das Ding noch einen Verschluss. Ich bin mir durchaus bewusst, dass man das im Wesentlichen auch viel akkurater machen kann. Aber ich war froh, als ich überhaupt mal so weit war. Ich nagel hier das fest. Habe ich mir extra Nägel mit Messenköpfen geholt. Und so sieht das fertig aus. Kiste auf. Kiste zu. Schwupp, hängt ein bisschen. Naja, die Seite ist leer. Da sind die Jungs, die sich selber kochen. Das hier ist das Motiv, was wir eben gemacht haben. Ja, mehr ist es nicht. Da kann man sitzen. Ja, hier nochmal die Mara im Selbstbildnis. Ich hoffe, das hat euch gefallen und ihr könnt Inspiration für eure eigene Kiste sammeln.